Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Kampf in der PAL. Diesmal geht's ran gegen den guten Nils Lux, der er auch kompetitiv Pokémon spielt und auch hochlädt. Wenn ihr hier seid, habt ihr den wahrscheinlich eh schon mal geschaut. Ja. Ich hoffe im Grunde nur auf einen spannenden Kampf. Wenn er es gewinnt, dann gewinnt er es wahrscheinlich auch zu Recht. Der Kampf ist ein bisschen später, als er kommen sollte, nur so um die 2, 3 Wochen. Irgendwie war es komisch vom Zeitpunkt finden und sowas in die Richtung. Aber okay, er hat in seinem Team ein Aegislash, ein Turtok, ein Lanotee, ein Komoro, ein Typ 0, ein Crobat, ein Zabut, ein Pelzebub, ich glaube Morgrem, ich bin mir aber nicht sicher, ein Raichu Kanto, ein Celebi und ein Aromatis. Und ja, das Team ist gefährlich. Aber ich glaube, ich habe somit das Beste dagegen erstellt, was ich dagegen erstellen konnte. Und zwar fangen wir einfach mal mit dem ersten Mon an. Und zwar ist es wieder mal mein Hashtag Hazard Removal, mein D-Net. Wieder mit den Heavy Duty Boots. Warum nicht? Wieder mit einem interessanten Investment. Ich weiß nicht mehr genau, wofür es da war. Das Teambuilding ist jetzt schon seit Ewigkeiten her. Bold Nature. Also ich gehe davon aus, dass es irgendwie dazu da war, um in sowas wie Crobat reinzukommen, in sowas wie physisches EG-Slash reinzukommen, in sowas wie Lanotee reinzukommen. Mit Body Press, Flamethrower, Ice Beam und Roost. Also ohne Defog, weil er hat nur Rocks und Rocks sind nicht so tragisch für mein Team. Und ich will halt lieber die drei Moves haben, 3 Attacks, weil ich die halt brauche, um wirklich guten Schaden damit machen zu können. Gut, mein nächstes Mon ist mein Steelix. Halt einfach speziell defensiver ausgelegt. Iron Head EQ Body Press mit 200 Base Defense macht immer noch guten Schaden. Und halt Stealth Hawks. Der soll wahrscheinlich sowas wie Raichu mal checken, sowas wie Celebi mal checken, sowas wie hier Crobat mal checken. Eventuell auch mal einen Move von einem Gurengard leben und ansonsten die Vox setten anscheinend. Waren mir Vox so wichtig? Anscheinend, okay. Gut, reden wir nicht drüber. Mein nächstes Mon ist mein Vikavolt. Vikavolt mit der Trustable, ja, denn seine einzigen zwei guten Switch-ins in Elektroattacken sind sein Komoro. Ja gut, sein Raichu, aber ne? Und Demeteros Therion. Ich bin mit dem Invest schneller als ein plus 1 Adamant, also auf plus 2 bin ich schneller als ein plus 1 Adamant Grandiras, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Ich habe nämlich Agility, Air Slash, Charge Beam und Rest. Ja, das Set soll einfach nur Work machen, soll potenziell halt auch Midgame sweepen können. Wenn nicht, dann nicht. Ja. Ich habe keine Ahnung mehr, was für ein Gameplan ich hatte. Okay. Dann Revive mit Scarf, weil ich sehe mich in so vielen Situationen einfach nur denken, wenn ich jetzt Scarf Revive wäre, dann würde ich das Match nicht einfach an dem, keine Ahnung, Komoro auf plus 1 verlieren. Oder an dem Turtok auf plus 2 verlieren, weil Revive kann sowas wie Foulplay. Oder an dem Rock Polished EG-Slash verlieren. Oder an dem Nasty Plotted Crobat mit der Yachty Berry verlieren. Und sowas in die Richtung. Deswegen halt, das Bad Death Investment war, glaube ich, dafür da, um einen plus 2 Surf zu leben nach Rocks, kann es sein? Ich glaube, das war für irgendwas so in die Richtung. Weil Viva ist gar nicht mal so der tragische Pivot da rein. Und halt einfach genug Speed, um plus 2 Modest. Ich meine, es war plus 2 Modest Dings da zu outspeeden. PJ war im Grunde nur noch für Aromatis. Aber ja. Dann habe ich random mein Magma dabei. wieder Select Berry mit Sub Belly Drum. Ja.
soll halt sweepen. Wenn es das nicht macht, dann tut es das nicht. Aber tatsächlich ist die Kombi aus Feuer und Drache gar nicht so schlecht gegen ihn. Und wenn ich gegen irgendwas einen Sub und einen Bellydrum aufsetzen kann, dann kann Magma echt wehtun. Das bei Death Invest war, glaube ich, und HP Invest war, glaube ich, irgendwie für Aromatista, um einen Non-Invested Moonblast hinterm Sub zu leben, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Ja. Und mein letztes Mon ist mein Slowbo mit der AV. Im Grunde des Mon ist halt das komplette Team aufeinander baut, zusammenhält, meine ich, der Glue. Und ja, wer schon will, denn der Dragon Tail könnte, oder? Kann der nur leider nicht. Dafür halt sehr speziell offensiv ausgelegt. Mit Modest Nature, also sehr speziell offensiv in Anführungszeichen. Mit Modest Nature und dann Scald, Psychic, Body plus Flamethrower. Halt einfach klassisch. Für ein AV-Set wahrscheinlich. Ja, das ist mein Team. Und wir sehen uns dann gleich im Kampf. Und das geht los. Ich akzeptiere mal. Und er hat. Er hat Verbut dabei, okay. Lerno, Crobat. Ja, er hat im Grunde das dabei, was ich erwartet habe. Plus Crobat und Verbut. Mit Verbut habe ich gar nicht so sehr gerechnet. Kann er irgendeinen Ice-Move? Verbut, Hilfe. Sag mir, was du bist, was du kannst. Verbut. Eis? Nein. Kannst du irgendeinen Rock-Move? Nein. Spirit im Grunde sollte, auf ein schönes an ihn auf der Stelle, auf jeden Fall. Er hätte fast das falsche Team mitgenommen, okay. Ja, im Grunde sieht halt, Vika Volt echt gut aus, sobald ich mal mein, Dings rausbekommen habe, mein, nein, hier, ne? Mein Setup, genau, danke. So, jetzt habe ich auch den Kalk offen, das bedeutet, ich kann auch die Sets anschauen. Im Grunde ist Slowbro halt immer ein valider Lead. Er hat auch keinen Mann, dass er da wirklich reinwerfen will. Weil er kann sehr gut halt mit sowas wie Verbut oder Lando T leaden und dann bekomme ich halt quasi ein Free Scald. Und Free Scalds fühle ich. AV ist jetzt. Also jetzt wünsche ich mir was anderes, ein anderes Item als AV, aber I guess AV hilft auch immer noch. Und ich glaube, ich lead halt echt mit Slowbro. Mit Step Slowbro. Und er leadet mit Verbut, genau. Er geht halt jetzt auf U-Turn, safe. Und er geht auch jetzt einfach auf Aegislash. Naja, er kann halt auch sehr gut auf Blastoise gehen. Also gehe ich einfach auf Scald und will den Blastoise mal einen Burn reindrücken. Das ist banned, oder? Verbut. Das ist Choice Band. Okay, gut. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das hat mich komplett falsch erwischt gerade. Okay, gut. Damit, dass sie so viel Schaden macht, hätte ich nicht gerechnet. Da ist schon den Burn drauf zu haben, wäre halt schon wild gewesen. Ich bin gerade überlegen, einfach auf Hazard, auf Hashtag Hazard Removal rauszugehen. Und dann potenziell zu doublen auf Vika Volt. Scald auf Aegislash. Aegislash Blade. Nee, Aegislash. Shield. Genau. Full HP. Nee, der muss von. Der muss offensiv sein, also nicht nur Full HP, nicht mal Full HP, genau. Die Sache ist halt, die Net kommt bald im Grunde in alles gut rein. Und ich würde jetzt ungern meinen Revi in die Flash Cannon reinwerfen. Auch wenn er im Grunde nie Flash Cannon drückt an der Stelle.
Nee, Reaver ist zu wichtig. Da gehe ich lieber an Hashtag Hazard Removal. Und er geht auf den Shadow Ball und Shadow Ball macht 21. Das bedeutet, der ist Specs. Na, wobei, wartet. Das ist noch mit dem ET slash Shield gekalkt. ET slash Blade macht mit Shadow Ball. Nee, das ist einfach nur Modest Max Special. Oder vielleicht sogar Timid Max Special Attack. Er kann hier halt eigentlich for free sein Blastoise reinholen. Ich würde hier sehr gerne in Vika Volt gehen. Ich glaube, ich mache das sogar, weil er halt immer in Blastoise geht. Bitte geh auch raus. Er geht auf Crobat. Okay, Crobat sehe ich halt auch. Also, fühle ich halt auch. Weil Crobat ist im Grunde das gleiche in grün. Vika Volt gegen Lando T. Lando's Tyrion, oh, your choice, Garf. Edge killt halt einfach fast. Okay, gut zu wissen. Aber Air Slash 3 hittet den. Das bedeutet, ich könnte jetzt einfach auf den Air Slash gehen und könnten damit 3 hitten. Also gut Schaden zumindest mal machen. Weil er geht halt jetzt einfach auf U-Turn. Da verliert er nichts mit. Und ich könnte halt einfach potenziell auf den T-Bolt oder Volt Switch oder so gehen. Wenn ich irgendwie wissen würde, dass er nicht offensives Lando ist, dann würde ich jetzt sofort auf Agility gehen. Er ist anscheinend... Okay, er ist offensives Lefties Lando. Was absolut fein ist bei mir. Also zumindest halt nicht Spadef. Kann es Full HP sein? Dann könnte es vielleicht ein komplett physisch-defensives sein. Und dann würde ich jetzt echt gerne auf den Rocks einfach drin bleiben, weil dann könnte er vielleicht sowas wie Rocks, U-Turn, Toxic, sowas in die Richtung sein. Und dann jetzt einfach mal Agility into Sweep, aber die Sache ist halt, er kann auch einfach auf die Rocks, er kann halt auch einfach Edge haben und drücken. Also haben wir das wahrscheinlich auch wegen D-Night. Drücken gehe ich eher weniger von aus. Gehe ich jetzt? Ich glaube, ich gehe einfach auf Agility auf seine Vox, genau. Und wie gesagt, er kann Edge haben. Ich kann die Edge aber auch leben, wenn er nicht komplett offensiv ist. Selbst wenn er komplett offensiv ist, habe ich eine Rolli zu leben. Ich habe auch die Chance, ihn zu flinchen. Knock-off. Das hat gerade sehr viel Schaden gemacht. Knock-off hat gerade... Das ist offensives Lando. Knock-off into U-Turn. Yeah, I guess. Die Sache ist halt, was will er jetzt da wirklich reinwerfen? Lebe ich vielleicht noch einen Move von... Warte, EG Slash. Nee, der Shadow Sneak killt mich auf jeden Fall. Auch von einem speziell offensiven Set. Na, nicht unbedingt. Nicht auf jeden Fall. Wie viel mache ich ihm? Zu wenig. Und Shadow Ball macht mir viel zu viel. Also ich kann nicht westen. Und Charge Beam macht halt auch kaum Schaden. Wer weiß, vielleicht müsste er seinen Shadow Ball, schade. Aber EG Slash, IG Slash, ich bin gerade überlegen, ob ich den eventuell mit Revile, mit Triple Axel könnte ich den jetzt schon revengen. Und er hat halt auch keinen Mann, dass er da wirklich reinwerfen will. Blastoise kann halt immer noch Helmet sein. Okay, gut, never mind. Warte, wen hat er das letzte Mal auf Dings reingebracht? Auf D-Night? Crobat. Okay. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal auf D-Night und drücke jetzt einfach mal auf Ice Beam.
Oder ich gehe auf Magma, weil er im Grunde dann nicht rausgehen kann, weil wenn ich Bellydorm drücke, dann tut es halt immer noch weh. Und drücke halt einfach Fire Punch. Ich glaube, das ist sogar eine valide Option von mir, jetzt halt Magma zu sacken für das EG Slash, weil wenn ich jetzt auf D-Night gehe, kann er halt wieder rausgehen auf sowas wie Blastoise oder Crobat und kann dann da wieder Sachen machen, deswegen nee, ich gehe jetzt in Magma und drücke einfach einen Fire Punch. Weil er kann halt im Grunde nicht wirklich riskieren, dass ich jetzt auf plus 6 Attack gehe und plus 1 Speed. Genau. Hey, Magma hat einen Kill gemacht. Random. Okay, dann gehe ich jetzt auf den Bellydorm, weil entweder er nimmt mich jetzt... Wobei, wie viele Schaden mache ich eigentlich im offensiven Komma-O? Ulti Dragon Dance mit meinem Magma, mit Dual Chop. Wenn ich jetzt auf Bellydrum gehe, kann ich ihn danach halt mit Dual Chop rausnehmen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er mich als Setup-Faller missbrauchen will. Bellydrum into Selectberry Range into Substitute. Ich hab Dual Chop. Der erste bricht den Sub. Ja! Ja! Magma hat 2 Kills! Ja! What happens? Was passiert hier? Ja, nochmal Dual Chop. Junge, was passiert hier? Was macht Magma? Das ist, okay, gut. Das ist gut zu wissen. Okay. Er ist wahrscheinlich nicht Iron Defense, wenn ich mir das hier so anfange. Ich bin gerade überlegen, einfach Slowbo reinzuwerfen und dann mit Psychic zu versuchen, ihn runter zu chippen. Weil Slowbo ist im Grunde in dem Kampf halt echt nicht mehr wichtig. Das Lano hat anscheinend keine Edge, das bedeutet, dass D-Night dagegen das 1v1 gewinnen kann. Und sobald Blastoise weg ist, gewinnt D-Night eigentlich 3 1v1s. Sehe ich jetzt gerade. Deswegen gehe ich jetzt, glaube ich, in Slowbo und drücke halt wirklich auf sowas wie Psychic. Weil der halt auch keinen gescheiten Switch rein hat. Und weil ich Slowbo für sehr unwichtig halte zum jetzigen Zeitpunkt. Okay, ist absolut fein. Ich habe damit im Grunde gerechnet. Die Sache ist halt, ich drücke jetzt nochmal Psychic. Lando ist weg. Ist absolut fein bei mir. Und klar, er kann jetzt auf Verbot gehen. Auf den drücke ich sowas von Psychic. Der hat Hurricane dazu bekommen. Also gut, ich bin ja wie, aber trotzdem. Der hat Hurricane dazu bekommen. Wild. Gut, dass ich ja wie Slowbo bin. Und der ist tatsächlich einfach hier attacking Crobat. Dann gehe ich jetzt, glaube ich, auch einfach auf Revive und drücke auf Knock Off. Ja, und sollte damit dann, glaube ich, auch das Match cleanen können. Hilfe! Warum läuft das Wochenende gerade so gut? Also es ist halt, für euch, die hier keinen Einblick in mein Wochenende habt, das ist jetzt im Grunde der vierte Kampf dieses Wochenende und wenn er jetzt nicht noch irgendwas Weirdes hat, dann ist es auch der vierte Kampf dieses Wochenende, den ich gewinne. Und ich gehe halt jetzt in Crobat, drücke auf Iron Head, weil jetzt noch irgendwie... Irgendwas riskieren, er geht jetzt auf Heatwave, gehe ich von aus. Und jetzt irgendwie zu riskieren, dass ich auf Rocks gehen will, um das Reboot zu killen. Und dann wird mein D-Night von dem Hurricane confused und ich treffe mich die ganze Zeit selbst, wäre ein bisschen sehr unglücklich. Und wenn ich jetzt geburnt worden wäre, wäre ich potenziell danach im Crit Range gewesen. Einfach das Risiko zu verlieren, absolut zu minimieren. Das ist halt immer das, was man machen soll. Und damit GG. Ich bin kein bisschen investen, Steelix. Gut. Dann. Wow, Magma hat echt gut Work gemacht. Echt mehr, als ich erwartet habe. Um einiges mehr.
Gut, und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sag an der Stelle dann mal ciao. Mögen eure Fokusstöße mal treffen, mögen eure Attacken immer Volltreffer landen. Bis dahin, euer Link und ciao.